Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um ein Thema, was sehr viele von euch betrifft. Wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, gebrauchtes Fahrzeug, ist es leider so, dass bei einer Privatperson haftet leider keiner für das Fahrzeug. Wenn ihr das Fahrzeug kauft und irgendwas passiert, dann habt ihr sozusagen das ganze Risiko. Wenn ihr das Fahrzeug bei einem Händler kauft, dann ist es leider so, dass der Händler nur für bestimmte Komponenten des Fahrzeugs haftet. Das heißt, es gibt Verschleißteile wie ein Partikelfilter, der fast 3000 Euro kostet, oder verschiedene andere Teile, die sehr teuer sind und wo keine Versicherung und kein Händler dafür haftet. Deswegen ist es sinnvoll, so ein Fahrzeug vor dem Kauf zu prüfen, damit man weiß, was man kauft und ob man noch vieles investieren muss und vieles reparieren. Was bringt euch das, wenn ihr das Fahrzeug 1000 Euro günstiger kauft, aber 3, 4 investieren müsst, damit das Fahrzeug lange hält? Daher bieten wir eine Möglichkeit an, das Fahrzeug vorzuprüfen. Habt ihr nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen, haben wir die Möglichkeit, über die Fernwartung euch ein Kabel zu schicken. Ihr braucht einen Laptop mit Windows und Internetzugang. Internet kriegt man über jedes Handy als Hotspot. Und dann können wir von hier aus das Fahrzeug prüfen, die einzelnen Komponenten. Und ihr habt schwarz auf weiß, was mit dem Fahrzeug los ist. Was wir genau prüfen, werdet ihr in dem Video sehen. Über diese Fernwartung haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kodierungen durchzuführen, Komfortkodierungen oder auch Updates auf bestimmte Steuergeräte und Modifikationen, wie zum Beispiel eine Leistungssteigerung oder Verlängerung der Lebensdauer durch eine Veränderung der Frischluftrate, der AGR. Aber wenn ihr auch ein Fahrzeug bereits habt und länger was von dem Fahrzeug haben wollt, können wir über diese Ferndiagnose das Fahrzeug komplett prüfen, damit ihr einfach teure Reparaturen sozusagen, ja, damit die teure Reparatur euch nicht irgendwie betreffen, kann man die einzelnen Komponenten durchtesten und sehen, wo Handlungsbedarf besteht und wo alles in Ordnung ist. Wenn ihr natürlich schon ein Problem habt und jemand sucht, der euch das Problem halt findet, dann können wir natürlich über diese Fernwartung das Fahrzeug diagnostizieren und euch eine unabhängige Meinung geben, damit ihr das Fahrzeug bei euch im Ort in der Nähe entsprechend reparieren könnt. Ich zeige euch als erstes, welche Möglichkeit man hat, das Fahrzeug zu prüfen. Das heißt, welche Möglichkeiten, welche Komponenten werden überhaupt geprüft, dass man sehen kann, welche Möglichkeit wir haben. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2.500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorwege prüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp 100.000 gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17, das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Die Injektoren oder Einspritzdüsen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann, denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansaugbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrusten die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikelfilters unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit.
Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansaugbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansaugbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AGR in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Sollwerte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedene Drehzahl angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt schlimmstenfalls sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier, im Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfilter natürlich zusetzt. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail und dann werden wir euch ein Angebot machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.